Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall. Wir sind hier immer noch in dieser Eishöhle der 10 Millionen Idols. Und suchen nach weiteren, weil wir haben ja erst 9 oder so hier drin gefunden, während wir das ganze Spiel über keine gefunden haben. Das ist grad, Moment. Mit der Eisphysik ist es gerade gar nicht so einfach, weil man hier die ganze Zeit durch die Gegend rutscht. Wird das tatsächlich als etwas ungeil bezeichnen? Ach, komm. Das ist so, ich lande zwar am Rand, aber kann dann noch zugucken, wie Harry langsam aber sicher da runterrutscht. So, hier sind wir hoch, gell? Ja, genau. Ist hier hinten noch was versteckt? Hier hinten ist nichts versteckt. Da rechts haben wir noch was. Okay, das scheint es tatsächlich gewesen zu sein. Hier haben wir noch was. Ach Gott, das war gerade mega der gewagte Sprung. Nicht, weil er irgendwie schwer war, sondern weil ich wegen der Kamera nichts gesehen habe. Und jetzt können wir den Weg hier oben nehmen. Danke, Kamera. Jetzt können wir den Weg hier oben nehmen, als kleine Abkürzung zum Ausgang. Ah, hier kann man sogar wieder zurück, wenn man die Spitzhacke hat. Den Eispickel, den man ja bis hier eigentlich haben sollte. Und hier geht's wieder runter. Das heißt, wir sind jetzt wieder... Ah, Eingang. Und sterben gleich. Obwohl ich bei den Temperaturen, die wir hier gerade haben, tatsächlich nichts gegen so ein bisschen Eiswasser einzuwenden hätte. So, wieder zurück zum Teil der Geister. Und ab zum nächsten Sprengort. Beziehungsweise der nächste Ort, an dem wir laut der Karte TNT benutzen können. Nein, geh weg. Keiner mag dich, Pinguin-Ding. Komm, da hoch. Ich muss ganz kurz auf die Karte gucken. Wo ist der nächste Sprengort? Okay, im White Valley können wir noch einmal sprengen. Da waren wir ja aber gerade eben. Da habe ich mich ja versehentlich zurückgedingst. Mit dem Geysir. Zurückgepustet quasi. Aber das sind wir ja im 0, gar nichts. Genau, hier ist das mit den... hier sind die Monolithen. Das ist ja auch ein sehr weites Gebiet, wo wir einfach quer durch die Mitte rennen können, wenn ich mich richtig erinnere. Higgs. Genau, brauchen wir nur einmal unser Schlauchboot. Das war falsch eingesetzt. Hier können wir es einsetzen. So, einmal darüber. Oh, ich hätte jetzt aber echt nichts gegen so ein bisschen Eis oder Schnee. Bei den 37 Grad, die wir hier gerade im Schatten haben. Plus Dachgeschosswohnung, da kochst du ganz schön, sag ich dir. Ah, das ist hier. Wo ich noch keine Ahnung habe, wie wir den... Kann ich den vielleicht einfach... Upsi. Sieht aus, als könnte ich so ein kleines Stück davor tatsächlich stehen. Ja, kann ich sogar. Aua! Blöder Mann von St. Klo. Oh, man könnte meinen, meine Lebensanzeige ist etwas niedrig.
Ich rush hier mal etwas schneller. Ich habe mein Boot eingesetzt. Ich sollte vielleicht doch nicht schneller durchrushen als... Oh, das funktioniert! Das finde ich amüsant. Wir können also... Also klar... Das funktioniert so nicht, Harry. Stimmt, wir haben ja vorher gelernt, dass wir damit auch über Schnee gleiten können bei der Schlittenfahrt da. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es überall geht. Das ist cool. Oh, meine Stimme verabschiedet sich gerade. Hurra! Hüstel, Hüstel, Räusper, Räusper. So, und wir sind wieder im White Valley. Wo ich echt gern... Ah ja, genau. Das ist das. Da war der Teleporter, den ich versehentlich genommen habe. Und hier haben wir das Heilbecken. Ah, oh. Gott, wieder viel zu knapp. Ich mach's mir aber auch nicht einfach. So, und hier können wir wohl noch irgendwas sprengen. Abgesehen davon, dass meiner Meinung nach das hier ziemlich sprengbar aussieht. Aber nicht ist. Okay. Aua! Was soll das denn? Cavern Lake war nicht der richtige Ort. Könnt ihr mich bitte mal in Ruhe lassen? Mountain Teleport war auch nicht das, wo wir Dynamit brauchen. Was ist hier? Spinger Lair, da kommen wir her. Das hat sich gereimt. Aua! Ne, irgendwas Penguins. Den hieß, glaube ich, der Ort. Ach, guck mal, da können wir noch ein bisschen, rumklettern. Rumeispickeln, quasi. Ich glaube, dann kommen wir da drüben zu dem Götzen hin. Zu dem Idol. Schwupp, 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 schwupp. So. So langsam habe ich es, glaube ich, raus mit dem Eispickel. So langsam geht das einigermaßen. Gesundheit, ich danke ich. So. Wundervoll. Wenn nicht, mache ich das einfach über den Mountain Teleport. Aua! Hä? Das war... Ach, wie fies! Was war das denn für eine Aktion? Aber ich habe schon den Götzen behalten, oder? Nein, habe ich natürlich nicht. Und ich bin schon wieder instant tot. Well. Ich habe auch nichts mehr zu trinken. Ich würde die Gesamtsituation als eher suboptimal beschreiben. Puh. Das war was. Jetzt zeige ich denen mal, wie man hier durch die Gegend wirbelt. Jetzt lasst mich in Ruhe. Ah! Geht alle weg! So, dann holen wir ganz schnell nochmal den Götzen. Und dann gehen wir direkt zum Mountain Teleport. Dann ist mir das alles egal. Wo wir hier noch irgendwas laut Karte aufsprengen können, was wir aber, glaube ich, eh schon gemacht haben, weil da Dynamit rumlag oder so. Also zum Anzünden mit der Fackel. Ich meine, da war was. Bin mir aber nicht mehr sicher. Deswegen, was sagt denn die Karte? Mountain Teleport. Cavern Lake. Spinger Lair. Und Penguin Den. Aber der Penguin Den führt ja wieder ins Herz des Dschungels. Ist es da hinten? Ja. Also laut Karte brauchen wir da noch Dynamit. Beziehungsweise können hier noch irgendwas mit Dynamit machen.
Die andere Frage ist aber, erstens wollen wir das und zweitens ergibt es Sinn. Denn wir wollen ja, zwar ja, wir wollen ins Herz des Dschungels, aber ich glaube, über den Mountain-Teleport macht es viel mehr Sinn. Ich glaube, ich lasse jetzt den Penguin-Den mal Penguin-Den sein und bewege mich einfach zum Mountain-Teleport. Das ist meiner Meinung nach ein... Warum wurde mir hier nicht angezeigt, wo lang es hier geht? Hier geht's zum Mountain Teleport. Nein, hier geht's zum Cavern Lake. Hier geht's zum Mountain Teleport. Hier geht's zum Mountain Teleport. Sehr schön. Du. Nee, ich hätte gern einmal Heilung davor zum Mitnehmen. Eine große Portion. Und dann teleportiere mich. Währenddessen muss ich ganz kurz einen Schluck trinken. Ich merke schon, wie sich sowohl meine Stimme als auch mein Verstand verabschieden. So schön kalt. Ah, und so schön flüssig. Flüssige Flüssigkeit. Warum gibt es hier eigentlich mehrere Heilbrunnen? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich bin nicht da, wo ich erwartet hätte, rauszukommen. Beim Turtle Monument gab es ja auch noch was zu sprengen. Vielleicht ist es ein Zeichen. Teleportieren die einen im Kreis oder so, dass ich jetzt, wenn ich da wieder in den Teleporter gehe, zum nächsten Ort komme? Probiere ich mal aus, aber erst schauen wir, was wir hier sprengen können. Stimmt, da war eine Wand. Da war eine sprengbare Wand. Ich erinnere mich. Dann machen wir zuerst das. Ah. Wir befinden uns quasi direkt hinter der sprengbaren Wand. I see. Mache Boom! Ich sagte, mache! Mache, mache, Boom! Autsch. Aber jetzt wissen wir, was hier hinter der sprengbaren Wand ist. Dann haben wir den Teleporter auch freigeschaltet. Gute Sache. Definitiv eine gute Sache. Und jetzt kommen wir zum Cavern-Teleport. Das müsste der richtige sein, oder? Wo sind wir jetzt? Das sieht einigermaßen richtig aus. Ja, das sind wir. Aber hier gibt's auch noch was zu sprengen. Crystal Cavern. Also ich schätze, es sind alles nur Forscher, die da irgendwie noch sind, aber die möchte man ja auch irgendwie alle befreit haben. Die Frage ist halt, backtracken wir jetzt dahin oder lassen wir das sein? Ich habe eh nicht vor, das Spiel zu 100% zu spielen. Aber wenn sich das... Na komm, wir lassen das jetzt einfach mal... Das war klug. Ich dachte, das schaffe ich, den Sprung. Ah! Mensch, meine Sprünge sind auch wieder on point. Aua, aber was ihr könnt, kann ich jetzt auch. Silvesterknaller. Ich wollte eigentlich da rein, aber danke. So. Der war zu kurz, der Sprung. Das hätte ich dir davor schon sagen können, Harry. Ich wollte eigentlich einen Weitsprung machen, den hier.
Ach Gott, selbst der ist ja wahnsinnig knapp. Selbst der war ja wahnsinnig knapp. Das ist gut, dass wir bei der Kamera immer, aua, so viel sehen. Zum Beispiel, wo wir gerade sind. So, aber hier... Das scheint ja... Nein? Spiel sagt nein. Wenn Spiel nein sagt, dann muss ich das wohl glauben. So, und jetzt sind wir endlich wieder im Dschungel, beim Jungle Canyon, wo wir ja eigentlich hin wollten. Wo wir auch ein bisschen rumböllern können. Aber ich würde sagen, was wir hier genau rumböllern können, sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.